angespannt sein und begrüßen Sie doch Herrn Primavesi mit einem Applaus ganz herzlich. Vielen Dank für die Vorschusslorbeeren, vielen Dank vor allem Bertram Weißer für die freundliche Einführung und natürlich auch an Dominik Becher und das Team von der Veranstaltung Studium Universal. Das freut mich sehr, dass wir hier auch sozusagen fächerübergreifend an diesen Fragen, die sich so um das Thema der Vernetzung oder des Vernetztseins ranken, gemeinsam mal ein bisschen genauer hinschauen können auf Praktiken, also die mich als Theaterwissenschaftler interessieren, die aber, glaube ich, wie es ja jetzt auch schon deutlich wird, durch die statistische Seite und die technologische Entwicklung der letzten Jahrzehnte irgendwie doch auch sehr rasant in unser aller Alltag eingreift, ob wir wollen oder nicht. Und bis hin zu der Frage, was denn, abgesehen von unserem privaten Gebrauch, sonst noch mit diesen ganzen Technologien möglich ist und passiert, auch ohne dass wir das wollen. Das ist ja auch ein sehr brisantes Thema, dass wir, sobald wir dann auch noch, komme ich dann nachher auch nochmal drauf, was das eigentlich ist, GPS-Technologien, mit denen man sich dann mit einem Satelliten sozusagen auch selbst ortet auf der Straße in einem sozusagen sehr genauen oder relativ genauen System von Geokoordinaten, ist man ja auch sozusagen, hinterlässt man Spuren. Und was mit diesen Spuren gemacht wird, mit der Ausweitung dieser Spuren, ist natürlich auch ein eminent politisches Thema, was nicht nur die kommerzielle oder private Seite der Nutzung dieser Technologien betrifft. Es soll aber heute in erster Linie um künstlerische Praktiken gehen, also Formen, diese Technologien anzuwenden, vielleicht damit auch Themen zu erschließen, die vielleicht nicht ganz neu sind, sicherlich nicht, die aber auf diese Weise vielleicht nochmal neu erfahrbar werden. Das ist so als roter Faden, glaube ich, das, was ich Ihnen heute vorstellen möchte anhand von einigen Beispielen. Unsichtbare digitale Netzwerke überlagern vielfach die materiellen Strukturen im urbanen Raum. Diese Erfahrung ist ja eben gerade durch die schon geschilderten Technologien sozusagen kaum mehr von der Hand zu weisen. Und die Erfahrung, Stimmen, Geräusche zu hören oder sich vielleicht auch weitere Materialien aus dem Internet abzurufen, die etwas über eine konkrete städtische Umgebung erzählen, bedarf keiner größeren Apparate mehr. Diese Technologie ist relativ klein, sie ist portabel, dafür ist sie sozusagen explizit entwickelt worden. Die schon erwähnte Positionsbestimmung durch Satelliten, also dieses Geopositioning System, GPS, ermöglicht es, ortsspezifische Daten, wie zum Beispiel auch Texte, Töne und Bilder, die vielleicht mit einem bestimmten Gebäude oder mit einem bestimmten Stadtviertel zu tun haben, eben auch mit einem Smartphone zu empfangen, umgekehrt aber zugleich Passanten und ihre Bewegungen zu lokalisieren, zu orten. In einem kritischen Gebrauch solcher Potenziale der Vernetzung können Audiotouren, um die es ja heute gehen soll, ihre Teilnehmer mit Spuren auch der politischen und kulturellen Geschichte konfrontieren, durchaus mit Widersprüchen und offenen Fragen. Dabei wird im Unterschied zum privaten Musikkonsum oder auch zur touristischen Variante des Audioguides, im Unterschied dazu wird auch die Frage nach dem Öffentlichen aufgeworfen. In der Erfindung von Praktiken, die den divergierenden, also unterschiedlichen Präsenzen und Vorstellungen von Vergangenheit und Geschichte auf neue Weise Raum geben, nicht nur zur didaktischen Aufbereitung, sondern um eine Erfahrung mit der Anwesenheit des Vergangenen im Stadtraum zu ermöglichen. Ich möchte im Folgenden Ihnen diese Praxis mit zwei aktuellen Beispielen skizzieren und deren Relevanz im Kontext medien- und stadtgeschichtlicher Entwicklung erörtern. Da treffen also gewissermaßen mehrere Netze aufeinander. Das, was uns schon vertraut ist, sozusagen auch aus der Stadtforschung, aus der Raumtheorie, was mit dem urbanen Kontext, in dem Menschen leben, seit Jahrtausenden eigentlich zu tun hat, nämlich Vernetzung als ein Begleitphänomen der Zusammenballung von Lebensraum. Und auf der anderen Seite eben die technischen Netze, die, wie wir gehört haben, sich jetzt rasant ausbreiten und quasi eine unsichtbare Struktur über diese gebauten Netze und Wege der Kommunikation und des Transports sozusagen drüberlegen, drunterlegen oder quer dazu. Die Beispiele sind das Stück 50 Aktenkilometer von dem Performance-Kollektiv Rimini-Protokoll, ein individueller Audiorundgang auf den Spuren von Stasi-Akten und Telefonaufzeichnungen, der zunächst in Berlin stattfand,
aber auch in Dresden. Also es gab die Dresdner Variante von dann 20 Aktenkilometern, was auch noch natürlich sehr viel ist, ausgewertete Akten, Berichte und so weiter. Also ein sehr politisch auch sehr brisantes Thema. Und andererseits, nicht weniger brisant, The Monday Walks von der Gruppe Plan B, Sophia New und Daniel Belasco-Rogers, die beide quasi aus dem angelsächsischen Raum kommen, aber sich, seit sie jetzt schon, ich glaube, seit 20 Jahren in Berlin leben, eben mit deutscher Geschichte sehr stark beschäftigt haben. Und das heißt ja nichts anderes, The Monday Walks, als die Montagsspaziergänge oder Montagsgänge, wo es eben um die auch durch einen kollektiven, in der Gruppe durchgeführten Audio-Rundgang zum Thema der Montagsdemonstrationen geht. Das ist verbunden mit einer Dokumentation von den persönlichen Wegen, die Menschen zurückgelegt haben am 9. Oktober 1989, auf dem Weg sozusagen in die Innenstadt, zu den Punkten, an denen sie sich dann gemeinsam den Rundgängen, den Demonstrationen angeschlossen haben. In beiden Arbeiten geht es weniger um ein kohärentes Bild, also um eine sozusagen jetzt neue Perspektive auf das historische Geschehen, als vielmehr um den Konflikt von individueller, das müsste man sagen eigentlich im Plural, individuellen Erinnerungen und dem, was als kollektive Erinnerung sich allmählich sedimentiert, bis hin zu den Geschichtsbüchern oder den offiziellen Diskursen über das, was damals geschehen ist. Es ist also, wenn man so will, eine Perspektive, die auch quer steht zur vielfach ja populistischen Inanspruchnahme von Zeitzeugenschaft für repräsentative Bilder von Geschichte. Sie kennen das alle aus dem Fernsehen, dieses Format von Guido Knopp und anderen entwickelt, wo wir gar nicht mehr können vor vielen Zeitzeugen, die uns sozusagen mit Weichzeichen im Hintergrund begegnen und jeweils ihre persönliche Sicht darstellen auf die Geschehnisse. Aber ich weiß nicht, ob Sie diese Sendung verfolgen, die vielfach auch zum Zweiten Weltkrieg, zu historischen Themen sozusagen eine Aufarbeitung von Zeitzeugenschaft versuchen. Sicherlich auch verdienstvoll, viele Themen immer wieder neu ins Gedächtnis rufen, aber doch mit einer gewissen Tendenz, Stereotypen zu entwickeln und auch das Befragen von Zeitzeugen so quasi wie ein Zeichen in den Vordergrund treten zu lassen. Was die dann sagen, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es kommt darauf an, eine Authentifizierung dadurch zu erreichen, dass man immer mal wieder Leute einblendet. Das, was dann dazwischen kommt, das ist vielfach sehr fiktiv. Da werden Geschichtsszenen nachgestellt mit Schauspielern, mehr oder weniger geschickt eingefärbt. Da werden alle möglichen Sachen gemacht, die man manchmal eben auch als grenzwertig beschreiben müsste unter strengen Gesichtspunkten der Aufarbeitung historischer Konfliktthemen, die aber doch eben, das meinte ich mit populistisch, so aufbereitet sind, dass sie leicht verständliche kleine Pakete von Geschichte, insbesondere des 20. Jahrhunderts, anbieten. Ich glaube, auch vor dem Hintergrund ist es interessant, die jetzt gerade nicht im Fernsehen audiovisuell für ein großes Massenpublikum, sondern eher für ein städtisches Publikum vor Ort gedachten Projekte, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, sozusagen als eine Art von, vielleicht nicht explizit Gegenmodell, aber als eine Alternative, wie man mit Geschichte umgehen kann, zu betrachten, kennenzulernen und zu erfahren. Ich möchte es aber jetzt nochmal zunächst ein bisschen einbetten oder kontextualisieren, auch mit Blick auf technische Entwicklungen oder auch historische Entwicklungen, die diese künstlerischen Arbeiten überhaupt erst möglich gemacht haben. Diesen Abschnitt habe ich jetzt mal so formelhaft überschrieben, von der Karte zum Echolot. Die Erfahrung urbaner, also städtischer Räume, hat ihre eigene Zeitlichkeit, die allzu oft reduziert wird auf Fragen der Bewegungsgeschwindigkeit oder auch des Entwicklungsfortschrittes, wodurch die Konstitution, also die Entstehung oder Herausbildung städtischer Umgebung durch Relikte und Spuren der Vergangenheit immer wieder verdrängt wird. Also Städte werden vielfach auch in so statistischen Darstellungen betrachtet, wie schnell bewegt sich da wer, wie große Zahlen entstehen durch die Umsätze ökonomischer Art, aber auch durch die Bewegungsgeschwindigkeiten, wie lange verbleiben Menschen in einer Stadt, die vielleicht zu Besuch da sind, wie lange leben Menschen in einer Stadt, bevor sie wieder wegziehen vielleicht. Diese Zahlen lassen sich alle ganz gut statistisch erfassen, aber es gibt eine interessante Lücke sozusagen aus meiner Sicht für den Umgang mit der Zeitdimension, die eben über dieses momenthafte Erfassen oder über die statistischen Zeiträume hinaus eben auch die Frage der Erinnerung von Geschichte betrifft. Und natürlich ist gerade im Kontext der ehemaligen DDR dieses Thema nach wie vor sehr brisant. Also auf welche Weise Geschichte
in Städten der ehemaligen DDR präsent ist, ist etwas, was natürlich beitragen könnte, auch zu einer anderen Debatte oder zu anderen Debatten über die Themen, die dort sozusagen auf der Straße liegen. Aber das findet vielfach nicht statt. Und natürlich steckt jetzt hinter diesen Projekten, die ich Ihnen vorstellen möchte, auch die Frage, warum ist das so oder warum kommen bestimmte Erfahrungen einfach nicht mehr zu Wort oder nie zu Wort, die vielleicht nicht so ganz in ein homogenes Bild von Geschichtsaufarbeitung passen. Natürlich gibt es historische Monumente, das ist ja nichts Neues und auch nach wie vor eine übliche Praxis, also Denkmäler, Denkmale, derer die städtische Kultur immer schon als raumzeitlicher Orientierungspunkt bedurfte. Und es gibt sicher auch jene Orte wie Museen, Bibliotheken, Archive, Friedhöfe und so weiter, in denen auch Zeit gespeichert ist und Geschichte gespeichert ist und erfahrbar wird für die jeweiligen Besucher dieser Orte. Theoretisch hat sich in der Forschung zum Verhältnis von Raum und Zeit, beziehungsweise Raum und Geschichte insbesondere, in den letzten Jahrzehnten auch doch einiges getan. Der berühmte für die geisteswissenschaftliche Forschung heute eigentlich unverzichtbare Denker Michel Foucault hat dafür den Begriff der Heterotopie geprägt. Das sind quasi Orte, an denen verschiedene Zeiten zusammenkommen. Die Beispiele, die ich Ihnen eben nannte, sind ja schon sehr plastisch. Also an einem Friedhof ist immer wieder die Begegnung ganz verschiedener Generationen von Verstorbenen sinnlich erfahrbar durch die Grabsteine. In einem Museum oder einer Bibliothek sind es die Artefakte früherer Epochen, die auch gleichzeitig versammelt sind, obwohl da ganze Universen aufeinanderprallen und natürlich auch unterschiedliche Zeitschichten, wenn man so will. Das Gleiche gilt natürlich auch für Archive. Nun hat Foucault diesen Begriff gezielt gewählt. Er erinnert sich vielleicht auch von diesem Wort Heterotopie auch schon an das andere Wort, was wir täglich auch vielleicht verwenden oder zumindest was uns geläufiger ist, nämlich das der Utopie. Die Geschichte der Utopien, das Wort heißt ja eigentlich, kommt aus dem Griechischen, heißt Nichtort, steht also eigentlich für etwas außerhalb des gewohnten Denkens und hat sich im Laufe der Jahrhunderte zu dem entwickelt, was wir sozusagen als einen hoffnungs- oder wunschbesetzten, paradiesischen oder zumindest wünschbaren Ort bezeichnen würden. Es gab dann eine interessante Verschiebung von räumlichen Utopien auf zeitliche Utopien, also die Verlagerung von der Idee, dass es einmal an einem bestimmten Ort außerhalb des erschlossenen geografischen, kartografierten Horizontes einen Ort gibt, an den man sich gesehnt hat. Inseln zum Beispiel spielten noch im 17. Jahrhundert eine ganz wichtige Rolle unter dem Aspekt utopisch besetzter Orte. Das hat sich mit zunehmender Erschließung des ganzen Globus und der Kartografierung der Welt immer weiter reduziert, sodass die Verlagerung von Utopien, von wünschbaren Lebenshorizonten in die Zeit an die Stelle dieser räumlichen Utopien getreten ist und dabei zugleich auch etwas wieder aufgegriffen hat, was als Topos auch schon in der antiken Literatur eine Rolle spielt, nämlich das goldene Zeitalter. Schon zur Zeit der Antike hat man sich sozusagen zurückerinnert an eine Zeit, in der Menschen in der Natur harmonisch mit allen Lebewesen zusammengelebt haben. Das ist so ein Muster, was in der antiken Literatur schon eine Rolle spielt und auch bis heute eigentlich immer wieder ein Topos gewesen ist. Und was jetzt Foucault interessiert, ist, dass das utopische Denken, egal ob räumlich oder zeitlich, immer wieder zu etwas wie einer Harmonisierung, zu einer Glättung führt. Eben als etwas Wünschbares, Harmonisiertes, ohne Konflikte. Und dagegen stellt er mit den Heterotopien ganz bewusst den Bruch zwischen verschiedenen Schichten zeitlicher und räumlicher Erfahrung. Jetzt kann man aber bei den Beispielen, die er da nennt für die Heterotopien, also zur Erinnerung nochmal, Museen, Bibliotheken, Archive, Friedhöfe, kann man doch feststellen, dass die seit ihrer Entstehung meistens im 18. Jahrhundert, also das trifft zumindest für Museen zu und auch für größere nationale oder städtische Bibliotheken, die haben in dieser Zeit der Aufklärung natürlich einen großen Aufschwung erfahren, kann man doch sagen, dass sie zumeist determiniert sind, also nicht einfach diese heterotopischen Brüche wirklich zum Ausdruck kommen lassen, sondern doch meistens eingebunden sind
in das, was Foucault auch kritisiert hat, nämlich als große Erzählungen, die ein Staat, eine Geschichte, eine Region, eine Stadt, eine Region über ihre kulturelle Identität formuliert und in deren Zentrum sie diese Wissensspeicher sozusagen als Legitimation dieses Wissens positioniert. Die Heterotopien sind für Foucault eigentlich eher Orte, an denen gerade nicht sozusagen diese Glättung und Strukturierung stattfindet, sondern eher noch das, was an der Vergangenheit widersprüchlich geblieben ist, was also eben nicht sich einer großen Erzählung in diesem Sinne fügt. Die Frage bleibt also virulent, ob es Methoden und Taktiken einer nicht repräsentativen Kunst und zugleich Formen, wie das seither vielfach genannt worden ist, von Gegenöffentlichkeit gibt, im Kontext urbaner Räume, die also gerade die Brüche in unserer Wahrnehmung und Vorstellung des Stadtraums artikulieren. Im Kontext des Themas heute, also auch der Frage nach der Vernetzung, entsprechen, wenn man so will, diese Interferenzen oder vielleicht störenden Einschläge von Vergangenem wie Splitter in unserer Alltagserfahrung einem komplexen theoretischen Feld, das ich jetzt nochmal kurz skizzieren möchte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die moderne Wahrnehmung der Stadt als einer Überlagerung verschiedener Zeitschichten bereits reflektiert, unter anderem von Sigmund Freud, also dem Begründer der Psychoanalyse, der gerne die Metapher, der gerne die Stadt Rom als Metapher für das Unbewusste verwendet hat. Also in verschiedenen Schriften taucht das in seinen Texten auf. Die Stadt Rom, weil dort verschiedene Schichten des Vergangenen immer noch sichtbar sind. Ich hoffe, viele von Ihnen haben das dort mal erlebt, dass dort quasi unterschiedliche Niveaus in der Straßenhöhe, im Boden, diese Präsenz des Vergangenen sehr konkret körperlich auch erfahrbar machen. Einige Meter unter der modernen Oberfläche bleibt die Vergangenheit präsent, aber zum Beispiel an manchen Stellen das Pantheon kann man eben auch direkt noch mit ein paar Stufen direkt besuchen, das Forum Romanum, andere Orte, das Kolosseum, da wird dieser Unterschied dann gar nicht mehr so stark erfahrbar. Das heißt, da gibt es immer noch so den Ausgleich der Bodenniveaus durch natürlich über Jahrhunderte währenden Umgang mit diesen antiken Monumenten. Also Freud als einer, der diese Metapher auch der Stadt, in der sich verschiedene Zeitschichten überlagern, geprägt hat, als Bild auch für das Unbewusste in unserer Erinnerung, wie sich ebenfalls sozusagen Dinge überlagern und dort mehr oder weniger geordnet, aus Sicht der Psychoanalyse natürlich eher noch ungeordnet versammeln. Walter Benjamins Zugang zum öffentlichen Raum von Paris ging in eine ähnliche Richtung. Er hat ja im Exil dann in den 30er Jahren sehr viel Zeit in Paris verbracht und hat vor allem die Passage untersucht, also den Raumtypus der Passage. Sie kennen das hier aus Leipzig ja auch mit den Durchgangshöfen, in denen sich Geschäfte angesiedelt haben, auch zur Messezeit in der Innenstadt, sind das ja sehr eigene Orte zwischen draußen und drinnen. Also die sind ja vielfach überdacht. Das ist auch der Bautypus, der Benjamin interessiert, in Paris, sehr stark im 19. Jahrhundert eigentlich entwickelt. Und was er daran untersucht, ist eben auch dort so etwas, man durchquert nicht nur einen Raum, sondern hat manchmal die Erfahrung, dass man da auch verschiedene Zeiten durchquert, je nachdem, was für Läden, für Geschäfte sich dann angesiedelt haben, auf welche Weise die ihrerseits vielleicht auch mit Reminiszenzen aus antiken oder anderen Architekturstilen spielen und welche Elemente sozusagen auch durch die Baukultur sich dort sedimentiert haben. Es sind aber auch imaginäre Zeitreisen und Benjamin untersucht das eben auch vor dem Hintergrund des französischen Surrealismus, der stark diese Reisen ins Unbewusste auch an der räumlichen Erfahrung der Passage literarisch und künstlerisch verarbeitet hat. Benjamin hat dieses Passagenwerk ja nicht fertig geschrieben. Es ist ja ein großes Konvolut aus ganz vielen, könnte man so sagen, Zettelkästen, die er in der Bibliothèque Nationale in Paris zusammengetragen hat und wunderbare Zitate versammelt, die eben genau diesen Punkt auch aus verschiedensten Quellen eigentlich markieren. Ich zitiere da eine Notiz über Städte aus diesem Konvolut von dem Autor Ferdinand Lyon. Zitat: Die heterogensten Zeitelemente stehen also in der Stadt nebeneinander. Wenn man aus einem Haus des 18. Jahrhunderts in eines des 16. tritt, so stürzt man einen Zeitabhang hinab. Gleich daneben steht eine Kirche aus der gotischen Zeit. Man gerät in die Tiefe. Ein paar Schritte weiter ist man in einer Straße aus den Gründerjahren.
Man steigt den Zeitenberg hinauf. Wer eine Stadt betritt, fühlt sich wie in einem Traumgewebe, wo auch einem Geschehnis von heute das Vergangenste sich angliedert. Soweit dieses Zitat. Scheint mir eine sehr gute Einführung in auch das Thema der Auseinandersetzung mit jüngerer Zeitgeschichte zu geben. Auch hier ist ja von der Gründerzeit die Rede, also den Epochen, die unmittelbar auch an die Gegenwart dieses Autors von 1935 stammt, diese Notiz heranrücken. Benjamin beschreibt das ja auch schon mit Blick auf einen untergehenden Zustand der Stadt Paris, Umbauten, die eigentlich diese Passagen häufig dann abgeräumt haben und zugunsten der breiten Boulevards von Haussmann wurden ja schon sehr viele von diesen Passagen in kleineren Stadtvierteln dann abgeräumt. Es ist aber auch bis heute noch ein Bautypus, der an manchen Orten eben noch sozusagen überlebt hat und an dem man immer noch diese Erfahrungen machen kann, sozusagen auch eines zeiträumlich verrückten Kontinuums. Bemerkenswert an diesem geschilderten Gewebe, im Zitat geschilderten Gewebe, ist aber, dass es eigentlich nicht so sehr an einem Panorama erinnert, wie das touristisch verwertbar Diversität vielleicht so aufreiht, sondern eher dem Albtraum von einer endlosen Achterbahnfahrt. Also dieses Auf und Ab, was ich zitiert habe, ist ja gar nicht so stark als positive Erfahrung konnotiert, sondern auch gewissermaßen im Moment von Erschrecken oder Irritation. Wie aber käme die Angliederung des Vergangenen an heutiges Geschehen zur Geltung, die Lyon diesem Traumgewebe zuschreibt? Bleibt sie nicht immer noch beschränkt auf eine literarische Imagination, die sich dem Städtebewohner nur insofern mitteilt, als er auch Leser ist? Also da ist die Frage des Medialen schon greifbar. Wenn es eine nur literarische Erfahrung bleibt, enthält diese Erfahrung doch noch nicht das, worum es uns ja heute auch geht, nämlich dieses eigentlich erst durch digitale Möglichkeiten erreichte Potenzial der Vernetzung, wenn man so will, vor Ort, an dem Punkt des Geschehens. Von solchen Elementen konnte Benjamin und auch der deutsche Autor Franz Hessel, der in Berlin ja wunderbare Bücher auch über das Flanieren geschrieben hat, nur träumen. Das sind gewissermaßen literarische Vorwegnahmen dessen, was heute durch technische Möglichkeiten zumindest in den Blick des Möglichen gerückt ist. Benjamin stützt sich für seine Analysen zur topografischen Manifestation von Geschichte in der Großstadt ja bekanntlich nicht nur auf literarische Quellen, sondern auch auf seine alltägliche Erfahrung. Und das Passagenkonvolut ist auf eine Weise planvoll unabgeschlossen, die dem Leser bereits eine ähnliche Erfahrung vermittelt, wie dem in Großstädten sich verirrenden Flaneur. Nach dem Surrealismus, der Benjamin für seine Idee einer Lesbarkeit der Stadt ebenso inspiriert hat wie Texte von Charles Baudelaire oder Edgar Allan Poe, die sich ebenfalls mit dieser Erfahrung von Großstadt im 19. Jahrhundert ja beschäftigt haben, neben dem Surrealismus also waren es vor allem im 20. Jahrhundert die Situationisten um den Sozialphilosophen Guy Debord, die den Gedanken einer Gegenwart des Vergangenen im städtischen Leben verfolgt und seine politische Bedeutung reformuliert haben. So entwickelte Debord, der auch als Kopf gewissermaßen dieser Bewegung der Situationisten gilt und auch eigentlich der Gründer dieser Organisation, die sich dann hochtrabend die Situationistische Internationale genannt hat, gelten kann. Debord entwickelte das Verfahren einer imaginären Kartografie zur Sensibilisierung für, wie er das nannte, plötzliche Stimmungswechsel auf einer Straße in einer Entfernung von nur wenigen Metern. Oder zur Darstellung der, ich hoffe, das klappt jetzt hier, zur Darstellung der gefühlten Nähe und Distanz zwischen Pariser Quartiers, einfach aus dem Stadtplan ausgeschnittene Splitter, wenn man so will, der Stadt Paris, die in eine neue Ordnung gebracht werden. Die Collage The Naked City, wie man das da auch in dem Stadtplan angezeichnet sieht, diese Collage zeigt die Bearbeitung vorgefundener Pläne mit roten Pfeilen für die mehr oder weniger starken Bewegungsströme zwischen Stadtvierteln, die wie Inseln durch Verkehrsschneisen getrennt sind. Natürlich sind das jetzt nicht so stark statistisch belastbare Fakten, die sich darin niedergeschlagen haben, sondern eher gefühlte Verdichtungen, wenn man so will. Da, wo die Pfeile ganz dick sind, sozusagen vielleicht auch Ströme zwischen bestimmten Quartiers oder auf bestimmten Verkehrsachsen. Was das Verfahren, ich weiß nicht, ob Sie das auch erinnert, es gibt diese DTV-Atlanten zur deutschen Geschichte. Ne? Da stehen diese Pfeile immer für Truppenbewegungen. Das ist nicht ganz zufällig. Was den Debord auch interessiert hat, ist gewissermaßen die
auch im politischen Sinne strategische Bedeutung einzelner Quartiers. Bestimmte Boulevards sind ja auch so angelegt worden, dass man damit den Barrikadenbau verhindern wollte, der ja im 19. Jahrhundert stark auch die politischen Umbrüche der Pariser Kommune zum Beispiel auch begleitet hat. Also an strategisch wichtigen Punkten sollte das nicht mehr möglich sein, die Viertel quasi abzuriegeln. Deshalb wurde die Straße auch verbreitert. Das war auch einer der baustrategischen Gründe dafür. Also die Stadt unter diesen Aspekten zu betrachten wie ein Kampfgebiet, wie ein Aufmarschfeld für Bürgerkriege, war schon etwas, was im Lauf des 19. und frühen 20. Jahrhunderts immer wieder eine Rolle auch bei Stadtsoziologen und Stadttheorien gespielt hat. Wir sehen das hier jetzt in dieser Karte, da gibt es noch eine andere Ansicht von. Das sind immer wieder Straßenviertel, manche kann man ganz gut erkennen, die Madeleine oder andere Quartiers um die Oper zum Beispiel, oder auch da, wo Ausschnitte der Seine vielleicht sichtbar werden. Das hat aber nicht direkt jetzt etwas mit dem realen Stadtplan von Paris zu tun, sondern wie gesagt, die sind spielerisch neu gruppiert. Karten, in die über einen längeren Zeitraum alltägliche Wege eingezeichnet wurden, wäre jetzt der nächste Schritt, hat bereits der Soziologe Jean-Bart Delove entwickelt, der mit Debord zusammengearbeitet hat. Das wäre jetzt dieses. 1952 hat er die Wege einer Studentin im 16. Arrondissement von Paris im Laufe eines Jahres gewissermaßen aufgezeichnet. Um eigentlich aus einer soziologischen Perspektive nachzuweisen, dass sie doch herzlich wenig aus ihrem relativ eng begrenzten Lebensumfeld herauskommt, wenn sie jetzt, was weiß ich, zum Klavierunterricht fährt oder zu ihrer Uni oder wieder zurück, einkaufen und so weiter. Diese Lebensrealität war aus soziologischer Sicht in den 50er Jahren irgendwie so ein Beispielfall dafür, dass die Stadt eigentlich nicht richtig funktioniert. Zu wenig Austausch zwischen den Vierteln und zu wenig Ausbreitung in bestimmten Milieus natürlich, auch gebunden an gesellschaftliche Verhältnisse, stattfindet. Guy Debord hat das Beispiel jetzt zitiert, um sich über die Beschränktheit eines solchen Bewegungsradius aufzuregen und seine Theorie des Umherschweifens, des sogenannten Derive, zu unterstreichen. Also Umherstreichen gewissermaßen auch als eine utopische Praxis, die jetzt einen vorgefundenen Stadtraum gewissermaßen auch gegen die Logik des Konsums vielleicht oder der zwangsweise vorgegebenen Orte, die man im Alltag besuchen muss, vielleicht auch als eine zweckfreie, spielerische Bewegung in den Alltag zu integrieren. Für all diese Momente steht Deriv, Umherschweifen, aber auch in einem politischen Sinne aus einem solchen Akt des Umherschweifens kann auch leicht eine Versammlung entstehen, eine politische Demonstration. Diese Wegkarten, vielleicht so viel noch, erinnern auch an Freuds Wunderblock. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, ein Modell, was Freud eigentlich auch wieder so wie so eine Metapher, ähnlich wie die Stadt Rom, hat er ein, ich glaube, das gibt es heute immer noch, also Blöcke, in die man was eintragen kann, nicht mit Tinte, sondern mit so einer Art von Stift oder so einem Griffel, dann prägt sich was ein, was man dann wieder wegwischen kann. Und das gab es zu Freuds Zeiten in der Form, dass da drunter eine Wachsschicht war, unter einem Papier, was man abreißen konnte, hat sich in die Wachsschicht aber dauerhaft eine Spur eingeprägt. Ne? Und mit diesem Modell hat Freud versucht, auch das Gedächtnis zu beschreiben, als eine Mischung aus Langzeitgedächtnis und Kurzzeitgedächtnis, also Dinge, die sich schnell wieder, die schnell wieder verlöschen und Dinge, die sich doch in der tieferen Schicht länger einprägen. Diese Wegkarten erinnern eben auch so ein bisschen daran. Wir haben hier noch die Grenzen der Arrondissements auf diesem Plan, wir haben aber auch schon diese Wege, die ja eigentlich nur ein ganz zufälliges und nur einmaliges Abschreiten von Orten markieren. Andererseits sieht man aber, es gibt an manchen Stellen so Verdichtungen, auch hier wieder, die schon zeigen, da ist ständiger Betrieb, so im Leben dieser Studentin innerhalb eines Jahres, ist sie da ständig an der gleichen Stelle unterwegs und so prägen sich ja eigentlich auch im Leben großer urbaner Zentren die Hauptverkehrsstraßen aus. Ne? Die liegen da, wo sich Verkehr gewissermaßen von A nach B immer wieder mit einer Häufigkeit bewegt, da werden die Straßen befestigt und so weiter, man würde keine Autobahn bauen, wo es nicht sozusagen, oder es sollte so sein, das ist leider auch nicht immer der Fall, aber man hat auch im Autobahnbau zum Beispiel diese Idee, man verknüpft da die Orte am sinnvollsten, wo tatsächlich die Strömverkehr fließen. Eine andere Variante der von Debord entwickelten psychogeografischen Praxis, das ist vielleicht noch ein
Wort, was man erläutern sollte. Psychogeografie ist eigentlich eine Weise, die Stadt zu erleben unter dem Aspekt, wie was löst ein Gebäude oder ein Environment, eine Umgebung von Gebäuden in mir aus, wenn ich da durchgehe, emotional. Also was sind die Gefühle, die sich herausbilden, wenn ich durch eine Trabantenstadt gehe oder über den Marktplatz oder über die Grimmaische Straße. Das ist ja eine völlig andere Welt, die mich ganz anders anspricht, auch in andere Gefühle versetzt, als wenn ich durch Wohnsilos mich bewege, wo alles stark funktional gegliedert ist, wo mir 20 Stockwerke oder noch mehr begegnen von immer gleich aussehenden Wohntrakten. Also die psychogeografische Praxis bei Debord arbeitet außerdem noch als eine weitere Technik mit der spielerischen Überblendung von Karten verschiedener Orte. Das ist jetzt sozusagen der Deriv in einer höheren Form, nämlich zum Beispiel mit dem Ziel, also das sind so Anweisungen, die er spielerisch dann auch formuliert hat, zum Nachmachen, zum Beispiel den Anweisungen eines Londoner Stadtplans blindlings zu folgen bei der Durchquerung des Harzgebirges in Deutschland. Also die Idee, sich in einem Wald gewissermaßen nach dem Stadtplan von London zu orientieren, verrückt, ne? Was soll das, könnte man sagen. Was ist da an Mehrwert irgendwie zu erzielen? Natürlich kein greifbarer, aber die Frage, wie orientiert sich unser Orientierungssinn, wie funktioniert der und was tun wir eigentlich ständig, auch wenn wir uns im Alltag in unserer vertrauten Umgebung bewegen? Wir überblenden ja auch sozusagen innerlich abgespeicherte Karten, Kartografien von den Orten, die wir sehr gut kennen und deren Relation zueinander wir ganz gut kennen. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn Sie so von der Innenstadt nach Lindenau wollen und Sie kommen da nie an. Das rutscht immer weiter weg, je weiter Sie in die Richtung kommen. Also solche Gedankenspiele haben auch die Situationisten verfolgt, eben in dem Überblenden verschiedener Pläne. Entscheidend ist hier, dass nicht nur die Gleichzeitigkeit des eigentlich Ungleichzeitigen erfahrbar gemacht wird, so das Nebeneinander verschiedener Zeitschichten, sondern auch ihr Gegenteil, also mithin eine produktive Spannung zwischen Gleichzeitigem und Ungleichzeitigem. Diese Praxis drängt nun auch nach einer akustischen Manifestation, also nach dem, was wir nicht nur mit den Augen, sondern auch über die Ohren wahrnehmen. Das wird ja vielfach auch in der Auseinandersetzung mit der Stadt unterschätzt. Ne? Das muss man selbstkritisch auch für die Stadtforschung sagen. Lange bevor die Situationisten auch die klangliche Umwelt zu ihrem Einsatzgebiet erklärt haben, kam auch der von Benjamin schon zitierte Ferdinand Lyon auf die Frage nach einem kollektiven Gedächtnis, das sich weniger am historischen Geschehen selbst als an seinem Echo entfaltet, an einem Widerhall von Geschichte. Zitat: Dinge, die in den politischen Ereignissen nicht oder kaum zum Ausdruck kommen, entfalten sich in den Städten. Sie sind ein feinstes Instrument, empfindlich trotz ihrer Steinschwere wie eine Äolsharfe für die lebendigen historischen Luftschwingungen. Also wir stellen uns jetzt hier die Stadt gewissermaßen wie ein großes Instrument vor, auf dem die Geschichte sozusagen Schwingungen produziert, die man eben eher akustisch vielleicht als visuell erfahren kann. Wie aber ließen sich solche Schwingungen wahrnehmen und, was nie gesendet wurde, hören? 100 Jahre nach jener Frühphase des Rundfunks, als ein Empfangen selbst von Botschaften aus dem Jenseits ins Radio möglich schien, das sind Theorien, die zum Beispiel der Techniker Thomas Alva Edison noch hatte. Ne? Also einerseits genialer Entwickler von Rundfunktechnik, andererseits aber, was wir heute sagen, ein Spinner, der sich vorstellt, wenn man das Radio anstellt, hat man unmittelbaren Kontakt zu den Signalen der Toten aus dem Jenseits. Ne? Viele Nebengeräusche, die man heute durch technische Mittel sozusagen herausfiltern kann, galten damals tatsächlich noch als verschlüsselte Botschaften aus einer anderen Welt. Diese Ideen stehen genauso sozusagen Pate für die späteren Entwicklungen, auf die es ja auch gleich um die es gleich noch konkreter gehen wird, wie die Frage, die ich jetzt zunächst entwickelt habe, mit dem Nebeneinander der verschiedenen Zeiten in der Stadt. Es bedarf also, wenn man so will, eines vielleicht etwas größeren Horizonts, um zu verstehen, was mit diesen Technologien eigentlich auf dem Spiel steht oder auf welche Weise sie in unseren Alltag tatsächlich eingreifen. Ich würde es gerne nochmal unterstreichen, dass wir diese Technologien ja im Alltag immer wieder zur Kommunikation und auch zur Unterhaltung verwenden.
Es ist fast selbstverständlich, wenn wir in der U-Bahn sitzen, dass irgendwie jeder quasi einen Kopf-Ohrhörer hat, also in diesem Sinne erstmal verstöpselt ist. Wir wissen nicht, ob er jetzt gerade telefoniert. Manchmal ist es auch so möglich, mit dem ins Kabel so reinzusprechen, weil da so kleine Mikrofone eingebaut sind. Das ist ein sehr unauffälliges, beiläufiges Kommunizieren. Es kann aber auch einfach sein, dass jemand einfach nur Musik hört oder einen Sprachkurs hört oder was auch immer tut. Also es ist sozusagen eine Art von Abschließung, die das natürlich mit sich bringt, dass das ein privater Gebrauch ist im öffentlichen Raum. Es ist aber erst allmählich auch in der stadtsoziologischen und stadttheoretischen Forschung eine Verlagerung eben der Aufmerksamkeit von der visuellen und materiell ausgeprägten Manifestation von urbanen Verhältnissen in den auch akustischen Raum zu beobachten. Und im Zeitalter der digitalen Vernetzung ist es ja evident, dass die Präsenz und auch die Interaktion im öffentlichen Raum mehr und mehr davon geprägt sind, über Knotenpunkte und eben unsichtbare Netzwerke eines Informationsaustauschs zu funktionieren. Die englische Forscherin Catherine Willis hat das so umschrieben: Nodes and Networks of Informational Access, also eben Netzwerke, Knotenpunkte eines Informationszugangs, wenn man so will. Und was daraus entsteht, ist ein geschichteter Raum, jenseits des sichtbaren und physisch greifbaren Realität, sozusagen eine Überlagerung nun auch des auditiven Raumes, des digitalen Raumes über den materiell greifbaren und sichtbaren Raum. Nochmal ein kurzer Ausflug in die Technikgeschichte, davon haben wir ja schon eben einiges gehört. Als 1980 der Walkman durch den Sony-Konzern auf den Markt gebracht wurde, kam rasch der Verdacht auf, diese Geräte würden die Abkapselung und politische Apathie ihrer zumeist jugendlichen Konsumenten ebenso fördern wie eine strukturelle Kontrolle und Gleichschaltung der Massen. Das ist sehr interessant zu beobachten, da gab es wirklich weltweit auch gleich eine Reaktion auf diesen neuen, auf dieses neue Medium. Der japanische Musik- und Medienwissenschaftler Shuhei Hosokawa hat den Walkman-Effekt in den frühen 80er Jahren genauer analysiert als eine, wie er das nannte, urbane Strategie der Singularisierung des Mobilen selbst, das sich nicht nur nach außen abschließt, sondern zugleich vor anderen inszeniert, also in Szene setzt als Privathörender. Zu dieser Inszenierung des Audioflaneurs gehört es aber vor allem, die Beziehung zu einem nach außen nicht Hörbaren zur Schau zu stellen, den Kontakt zu einem Geheimnis in Gestalt eines mobilen Klangs, einem offenen öffentlichen Geheimnis. Wir wissen ja nicht, ob derjenige jetzt gerade telefoniert, ob er nur ein Computerspiel macht oder was auch immer. Es ist sozusagen aber die Wirkung, vernetzt zu sein mit einem größeren, mit einem Universum von Kontakten, einem Netzwerk, was alles Mögliche enthalten und zugänglich machen kann, was uns als Gegenüber irgendwie erstmal verborgen bleibt. Entscheidend war demnach weniger die Abschließung des singulären Hörraums, sondern eher noch dessen öffentliche Demonstration, die den Kontakt zu einer parallelen Welt vorgespielt hat. Und das wohlgemerkt schon, wurde das beobachtet schon bei dem Walkman, also noch lange vor der Implikation des Internet oder der tatsächlichen Vernetzung online. Walkman und später ja auch dann der MP3-Player, also zum Abspielen von Audiodateien, waren also bereits eine Simulation dessen, was inzwischen das Smartphone perfektioniert hat, nämlich ein sichtbar heimliches Theater der Kommunikation, das mit einer mehr oder weniger subtilen Entbergung des Geheimen, Entbergung, also dieser Begriff von Heidegger, das, was das Verborgene ist, wird zugleich an die Oberfläche geholt mit Spuren von etwas fernem Abwesenden. Die Geschichte nun der Audiotouren, um die es jetzt endlich gehen soll, seien Sie, dass Ihre Geduld ein bisschen auf die Folter gespannt habe, die Geschichte der Audiotouren nun von frühen Arbeiten der Künstlerin Janet Cardiff über ein Werk der Gruppe Hygiene Heute mit dem Titel System Kirchner bis hin zur Produktion von Rimini Protokoll oder den Gruppen Hoffmann und Lindholm und Ligner. Diese Entwicklung zeigt, dass sich in der Tat das Sujet des Geheimen, der Kriminalgeschichten und Verschwörungstheorien, besonders gut für solche inszenierten Tonspuren eignet. Stets geht es um die Verfolgung des Abwesenden, das eben noch da war oder zumindest da gewesen sein könnte.
Und damit kommen wir jetzt zu den Beispielen, die mit O-Tönen auch aus der Vergangenheit oder extra aufgezeichneten Aussagen von Zeitzeugen die Schauplätze ihrer Erfahrungen aufsuchen. Nun ist es kein Zufall, dass hier auch das Leben in der DDR thematisiert wird, deren Geheimdienst Außen- und Innenräume, Medien und Telefone jederzeit abhören konnte. Mit der eher dokumentarischen Inszenierung von Tonspuren aus DDR-Zeiten geht es auch nicht um eine illusionäre Versetzung in das Leben der anderen, wie in Henkel von Donnersmarks Stasi-Film mit Ulrich Mühe. Natürlich ein interessanter Film, auch ein großartiger Schauspieler. Aber auch hier wieder ein sehr einseitiges Bild von dem, was eigentlich die Realität der Überwachung gewesen sein soll. Es geht vielmehr um den Bruch zwischen divergierenden raumzeitlichen Gefügen. Wenn es jetzt gelingt, ich lasse das jetzt erstmal stehen, wir hören da gleich mal rein. Die 50 Aktenkilometer von der Gruppe Rimini-Protokoll, die bekannt wurde durch ihre Arbeiten, wie Sie das nennen, mit den Experten des Alltags, also weniger mit Schauspielern auf der Bühne, sondern vielfach mit Menschen, die Sie aus dem Alltag ihrer jeweiligen Berufe aufgefordert haben, davon zu erzählen. In einem Theaterabend, der natürlich schon auch unter künstlerischen Gesichtspunkten zusammengestellt wurde, aber eben so, dass jetzt nicht Schauspieler eine von einem Autor meinetwegen bearbeitete Realität darstellen, sondern dass die Menschen selbst über diese Realität aus ihrer eigenen Erfahrung erzählen. Diese Gruppe hat sich eben auch mit diesen jetzt geschilderten Technologien beschäftigt und in dem Stück Die 50 Aktenkilometer einen Rundgang durch das ehemalige Ostberlin um den Alexanderplatz herum auf den Spuren des Geheimdienstes der Staatssicherheit inszeniert. Unter dem Titel Ein begehbares Stasi-Hörspiel, also das war der Untertitel dieser 2011 mit dem Berliner Hebel am Ufer Theater koproduzierten Arbeit. Das war im Rahmen eines Programms vom Deutschlandradio Kultur, wo mehrere solcher Stadtradioprojekte gefördert wurden unter dem Titel Radio Ortung, die alle in Berlin-Mitte stattfanden. Im Foyer des Fernsehturms am Alexanderplatz erhielt man in diesem Fall, also bei 50 Aktenkilometer, ein Smartphone und eine Karte mit orangefarbigen Kreisen, mehr als 120 Klangwolken, in denen Gespräche oder Zitate von Stasi-Offizieren, Polizisten und normalen DDR-Bürgern zu hören waren. Ich zeige Ihnen mal, das ist jetzt von den Dresdner, eben habe ich noch gesagt 10, habe ich gesagt 20, es sind 10 Aktenkilometer in Dresden. Das war diese Karte, die man dann auch bei der Dresdner Ausgabe einfach dann mit bekam und wo man dann sich selbst eine Route zusammenstellen konnte. Man lieh dieses Gerät für 2 oder 4 Stunden wahlweise oder auch für 8 Stunden aus. Das Material hat locker gereicht, um so viel Zeit dann in der Stadt zu verbringen, wenn man die denn dafür opfern wollte. Und wie Sie hier sehen, das sind feste, auf dem Stadtplan gewissermaßen fixierbare Klangwolken, durch die man durchgehen konnte. Und vernetzt mit den Geodaten sind über eine Webseite dort diese ganzen Materialien gespeichert, die ich erwähnt habe. Also eben Audiodateien, das konnten Interviews sein, Originaltelefonate oder auch später von Schauspielern nochmal eingesprochene Aktenunterlagen, die dort in den jeweiligen Behörden gesichtet worden waren. Ich gebe mal eine Kurzbeschreibung von der Gruppe selbst über dieses Projekt. Zitat: Mithilfe von GPS-Telefonen werden die Besucher als Fußgänger zu Eingeweihten, die in die Geschichte tauchen. Wir hören sich Protokolle der Observation am Ort ihrer Aufnahme für den damals Observierten an und wie schnell wird man vom vorerst Unbeteiligten zum aktiven Mitspieler. Soweit das Zitat. Wer bei seinem Rundgang die jeweils auf bestimmten Koordinaten abgelegten Audiodokumente abhört, kann seinerseits aber, das ist die zweite Ebene dieses Projektes, selbst online verfolgt werden. Seine Bewegungen lassen sich auf der virtuellen Karte online beobachten. Wenn man dann zurückkommt, um sein Gerät wieder abzugeben, bekommt man gewissermaßen eine Karte ausgehändigt, die den eigenen Weg aufzeichnet. So ähnlich wie ich das eben aus diesem frühen Beispiel aus den 50er Jahren gezeigt habe. Also mit den Spuren, wo man langgelaufen ist. Diese Verortung und Hörbarmachung von Tondokumenten durch GPS-Daten suggeriert, dass die historischen Schauplätze als solche durch akustische Spuren zugänglich wären. Also gäbe es tatsächlich diese Wolke, die man quasi physisch durchquert. Und sie gibt den in der Stasi-Unterlagenbehörde einsehbaren Zeugnissen der Bespitzelung einen raumzeitlichen Kontext, also verortet ihn wieder in der
alltäglichen Stadterfahrung. So verstärkt diese Arbeit den Effekt des Hörens auf ein öffentliches Geheimnis als Selbstinszenierung des Hörenden, der stets auch vor Passanten agiert. Sie können sich vorstellen, wenn Sie mit so einer Karte durch die Gegend laufen, einen Kopfhörer aufhaben und dann gelegentlich einfach irritiert stehen bleiben, vorwärts und zurückgehen, weil die Tonwolke vielleicht gerade wieder zu Ende ist und Sie versuchen, das noch zu Ende anzuhören. Das funktioniert ganz gut, aber es gibt immer wieder solche Überlappungen in diesen Klangwolken. Dann fallen Sie selbst auf und Sie merken natürlich auch, wie andere auf Sie schauen. Und das meine ich damit, wenn ich sage, Sie beginnen auch sich selbst mehr oder weniger bewusst natürlich darzustellen als jemand, der sozusagen mehr tut, als bloß Musik zu hören. Dieser Bezug zu Orten, Sie schauen dann auf bestimmte Häuser, über die Sie dann gerade eine Information bekommen und verhalten sich dementsprechend auch anders als ein normaler Passant. Beim Rundgang entsteht ähnlich wie auf der vorhin gezeigten Karte von Guy Debord eine eigene Topografie, die ihrerseits aus mehreren Schichten besteht. Erinnerungen aus dem alltäglichen Leben, ebenso wie Tonaufzeichnungen aus den Einsatzzentralen. Ich hoffe mal, dass das jetzt klappt, dann spiele ich Ihnen das mal vor. Wir sehen jetzt hier, das ist auch heute noch so im Internet. Sie können sich da einfach mal unter diesem Stichwort Radioortung und dann 50 Aktenkilometer das auch selbst mal einfach anschauen und auch anhören. Diese ganzen Tondokumente sind mit diesen hier so orange eingezeichneten Wolken anwählbar. Hier am Brandenburger Tor beginnt der Bereich sozusagen im Westen als dem vorgeschobensten Punkt von Observation. Da hören wir jetzt mal rein in ein Telefonat von zwei Wachleuten über eine Demonstration. Telefonzentrale des Zentralen Operativstabs des Ministeriums für Staatssicherheit. Warnung vor einer Demonstration am sowjetischen Ehrenmal. 13. Oktober 89. 9 Uhr. Keine Schütze. Weiß Frau getroffen. Das ist schön, Sir. Wir haben uns Informationen zurück. Jetzt haben uns die Freunde quasi noch Telefon informiert. Und zwar für 13.10., also heute Abend 20 Uhr, ist die Westberliner Stadtbezirk Tierbahn. Das war direkt am sowjetischen Ehrenmal. Das liegt ungefähr, 150 bis 200 Meter vom Brandenburger Tor. Eine Großkundgebung geplant. Es waren so in der Teile eben vorwiegend ehemalige DDR-Bürger. Der Inhalt dieser Demo hat antisozialistische Inhalte mit Provokationen, dass auch in Richtung Grenze, die können nicht ausgeschlossen werden. Dauer dieser Veranstaltung soll circa 2 Stunden sein. Maßgeblich initiiert und organisiert soll das wohl von politischen Kreisen mit werden, also ob das jetzt unser Geheimdienst oder Missionsinvestieren, das kann ich doch nicht sagen. Das ist im Prinzip erstmal kurz der Sachverhalt. Eine Frage, verwirren Sie die Menschen im Internet oder wie verbleiben wir da? Ich bin der Bühne nochmal, ja, wir dürfen uns nicht. Wir müssen die Höchste erstmal nur zur Kenntnis. Ja. Alles klar, gut, gut, damit. Nein, okay. Wegen der Kundgebung heute Abend, ja? Ja. Haben wir nochmal eine kurze Präzisierung gekriegt. Der Marsch von 19 an der Gedächtniskirche beginnen. Über die Straße des 17. Juli laufen. Moment, wie geht das denn? Ja. 17. Juli, ja. Dann zum Mannmal, da freue ich mich. So, den? Das Ternmal, ja. Das sind dort ca. 30 Minuten. Und dann zum Mannenburger Tor. Ungefähr 1000 Teilnehmer. Das wäre der ungewöhnliche Gesellschaft der Solidarität mit Bürgern der DDR. So, die Freunde, die jetzt ausgedrückt haben, wir wissen ja, was das ist. So, die hätten das angeblich von der Militärmission verteidigt. Also, der Marsch da wäre. Ja. Gut, danke. Hat euch die Lage mit Tonen dazu informiert? Gut, dann ist alles klar. Dann soll ich vorher. Ja? Nein, okay, bin ich schon. Sehr danke, Herr Hirsch. Und hat immer eine Lage mit Tonen dabei? Ja, das war nicht direkt von der Oberste Neubau. Wie waren die Kommission noch? Ja, die machen eine Straße 17. Juli laufen, dann zum Höhe Ternmal.
Gedächtniskirche, dann zum, zur Straße 17. Juni. Die Westberlin. Haben die zwei Gedächtniskirchen? Ach, da ist Halle oder was? So, das ist Wiener. Die kennen wir so eine Gedächtniskirche. Über Straße 17. Juni. Zum Ehrenmal der Gewässerarmee. Dort ca. 30 Minuten eine Kundgebung. Und dann weiter zum Brandenburger Tor, also zum Platz vor dem Brandenburger Tor. Also bis zu 1000 Teilnehmern rechnet. Ende der Meldung. So, das genügt jetzt schon mal. Also Sie sehen ja an der Vielzahl der Punkte, das sind völlig verschiedene Orte. Zum Teil wirklich Einsatzzentralen, von denen man weiß, dass dort Stasi Standorte waren, zum Teil aber auch ganz normale Straßen, Häuser, alles Mögliche. Die ganze Spannbreite zwischen privaten Orten, Wohnungen, zum Teil aber auch solchen Wohnungen, die genutzt wurden für einen Kleiderwechsel, also wenn sich Verfolger schnell umziehen sollten, um dann die Identität zu verbergen. Witzigerweise in der Nähe vom Deutschen Theater gab es eine solche Wohnung, wo in der Innenstadt von Ostberlin dann so ein Kostümwechsel stattfinden konnte. Also die ganze Realität, manchmal absurd, manchmal komisch, manchmal bitter ernst, also wenn es um die ehemalige Vertretung der Bundesrepublik geht, wo Flüchtlinge manchmal versucht haben, noch über die Straße drüber zu kommen und sich dann bei diesem Glaseingang quasi in die dort symbolisch vertretene Bundesrepublik zu flüchten. Das alles wird durch diese Rundgänge erfahrbar. Also man läuft quasi von einem Ort zum anderen und hört das dann, was an Dokumenten damit verknüpft ist, über die Kopfhörer. Das Beispiel hatte ich jetzt aber eben auch ausgewählt. Natürlich kann man auch ein bisschen darüber lächeln, aber es ist natürlich auch etwas, was mit dem Thema strukturell zu tun hat, dass den beiden Wachhabenden die Kartografie nicht so ganz klar ist. Also man spricht über eine Demonstration, die im Westteil der Stadt, es ist Oktober 89, also kurz vor den Ereignissen, die dann ja auch zur Öffnung der Mauer geführt haben, aber plötzlich ist nicht so ganz klar, welche Gedächtniskirche. Ne? Auch die Straße 17. Juni, das wird immer wieder so wiederholt, aber was ist das eigentlich, die Straße des 17. Juni? Dann das sowjetische Ehrenmal, ausgerechnet im Westen, von Briten bewacht, umzäunt, das war ein hochsymbolischer Ort, der aber an die Befreiung Berlins von Nazi-Deutschland erinnerte und ein Ort war, in dem sozusagen die ganze absurde Realität der geteilten Stadt, also in vier Sektoren geteilten Stadt, immer wieder auch erfahrbar war. Diese Orte wurden dann in den Oktobertagen 89 natürlich, wie es ja hier auch der eigentliche Anlass markiert, nämlich eine Demonstration von schon geflüchteten DDR-Bürgern gegen das System, aus dem sie entkommen waren, gegen den Staat, der sich jetzt versucht, sozusagen darüber erstmal ein Bild zu machen, was passiert da eigentlich. Die Konfusion der Meldestellen bei der wachsenden Zahl außerplanmäßiger Aktivitäten im Grenzbereich zersetzt hörbar auch die topografische Ordnung, deren historische Dimension von der Stasi am wenigsten zu reflektieren war. Das Beispiel ist jetzt aber natürlich nur eins von 120, jedes mit eigener Atmosphäre und Problemlage, in denen die Teilnehmer ganz unterschiedliche Phasen des DDR-Alltags durchlaufen konnten. Man wird vielfach auch damit konfrontiert und hört einfach etwas aus dem Alltag. Also es sind nicht immer Meldungen sozusagen aus der Phase der Auflösung, sondern aus vielen Jahrzehnten, wo auch ein ganz vielfältiges und nicht nur negatives auf den Staat der Überwachung konzentriertes Bild der DDR gegeben wird. Meine eigene Erinnerung an diesen Parcours, als ich den 2011 gemacht habe, ist immer noch zwiespältig, wofür sicher auch das Echo gewissermaßen verantwortlich ist, was weiterwirkt. Nachdem man das gehört hat, nachdem man an diesen Orten war, hat man das weiter im Ohr und macht sich Gedanken, was denn tatsächlich da an dieser oder jenen Stelle passiert ist. Also wenn man zum Beispiel darüber hört, wie in einer Kirche gegenüber von den Sophiensälen quasi auch sich Widerstandsgruppen gebildet haben, welche Rolle die gespielt haben, auf welche Weise es ihnen möglich war, vielleicht auch trotz der alltäglichen Überwachung so etwas zu organisieren.
diese Audiotour beansprucht ja gewiss auch nicht, jetzt eben, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, ein vollständiges Bild dieser Zeit zu geben oder gar DDR-Geschichte jetzt neu schreiben zu wollen. Worum es geht, ist tatsächlich etwas Singuläres, also die singuläre Erfahrung von uns, wenn wir da durchlaufen und vielleicht im Idealfall uns dann danach treffen, danach über das unterhalten gemeinsam, was wir einzeln erlebt haben und uns vielleicht darüber austauschen. Mein zweites Beispiel arbeitet an ähnlichen Problemen, aber mit ganz anderen Mitteln. Hier geht es besonders, wie schon angekündigt, um die Montagsdemonstration in Leipzig 1989. Das mache ich jetzt hier mal wieder aus. Ah, Moment. So. Die Arbeit Monday Walks von Plan B, das sind Sophia New und Daniel Velasco Rogers aus Berlin, entstand als ein szenisches Projekt mit Studierenden am Institut für Theaterwissenschaft als Teil des erwähnten Festivals Play Leipzig Bewegung im Stadtraum. Einer der Ausgangspunkte war in diesem Fall eine Leipzig-Karte, eine in den 50er Jahren von Stadtplanern angefertigte Übersicht, wie der Innenstadtring von Leipzig zu verbreitern wäre, um staatstreue Demonstrationszüge, in, wie es dort in dem Plan eingezeichnet ist, in 40er Reihen zu ermöglichen. Das ist ein hochinteressantes Dokument. Also stellen Sie sich einen Stadtplan vor von Leipzig, wo man sieht, Kriegsfolgen haben dann dazu geführt, dass man auch an manchen Stellen Häuser sowieso abreißen wollte. Man hat dann aber den Plan gehabt, das sozusagen überall so anzulegen, dass der Ring, der damals an manchen Stellen noch viel schmaler war als heute, eben so ausgedehnt würde, wie es in dem Plan dann eingezeichnet ist, dass Demonstrationen im Umland gewissermaßen schon vorbereitet, am Morgen steigen die Leute in irgendeinem Vorort dann in ihren Bus um 7.30 Uhr und kommen dann um 10 Uhr auf dem Karl-Marx-Platz an und haben dort ihre große Kundgebung. Das war alles genau schon in dem Plan dieser Architekten in den 50er Jahren eingezeichnet. Und dort war dann auch die Route auf dem Ring entlang als der eigentliche Aufmarschort für staatstreue Demonstrationen vorgesehen. Auf der Karte ist das alles vermerkt und als wir bei den Vorbereitungen für dieses Festival auf dieses Dokument gestoßen sind, haben wir dann eben auch mit den Künstlern gesprochen und die fanden das auch sehr interessant, ihrerseits aus England stammend, aber in Berlin zum Teil aufgewachsen, mit diesem Dokument sozusagen auch der Vorgeschichte, wenn man so will. Natürlich hat Leipzig ja auch schon auch in den 20er Jahren eine sehr bewegte politische Geschichte hinter sich. Es gibt zum Beispiel von dem Leipziger Verlag Spector Books einen Demonstrationsatlas, in dem tatsächlich auch über die Jahrhunderte alle Demonstrationen, die im öffentlichen Raum, politische Demonstrationen, die stattgefunden haben, eingezeichnet sind. Und da verdichten sich eben auch diese Knotenpunkte, diese Wege auch schon um den Ring herum. Die Künstler haben sich das dann angeschaut und auch nachgedacht, wie kann man das eigentlich heute nutzen, diese Idee, dass man jetzt bei der Frage, was war 89, was ist da im Oktober passiert, auch mal auf den Punkt achtet, wie sind die Menschen eigentlich da überhaupt hingekommen? Wir sehen immer wieder solche Bilder, also riesige Züge von Menschen. Ich vermute, viele von Ihnen haben das ja noch in Erinnerung, waren vielleicht selbst auch dabei. Diese Bilder haben sich eingebrannt, bestimmen auch bis heute sozusagen die Gedächtnispolitik, wie bei Jubiläumsveranstaltungen mit diesem Ereignis umgegangen wird. Aber eine andere Perspektive gewissermaßen schräg dazu ist ja die Frage, wo kamen die her und wo sind sie hingegangen? Wie lange waren Sie mit auf dem Ring überhaupt dabei, wenn Sie vielleicht zufällig von einem dieser Fotos dann erfasst worden sind? War es wirklich so, dass quasi eine gezielte Demonstration an einem Punkt begonnen hat, so wie die staatlichen Demonstrationen auch geplant waren? Wie ist das abgelaufen? Studenten von unserem Institut haben dann mit Zeitzeugen, die wir so über Hörensagen im Bekanntenkreis und auch über Veranstaltungen an der runden Ecke im Stasi-Museum kennengelernt haben, haben mit denen gesprochen und quasi aus deren persönlichen Erinnerungen, ich glaube mit etwa 20 Teilnehmern, quasi deren persönliche Route rekonstruiert. Die Produktion bestand dann daraus, dass man dieses Audiomaterial, was aus den Interviews entstanden war, dann zusammengefasst hat und sozusagen mit dem, was wir alle kennen, sozusagen von diesen Bildern von 89, versucht hat, einen Rundgang zu organisieren auf diesem, am Anfang war es ja nur quasi ein,
einen Halbkreis oder Dreiviertelkreis entlang und dann zwei Dinge zu machen. Also als Ergebnis gab es zum einen einen Rundgang, da sage ich gleich noch ein bisschen mehr zu und zeige noch ein paar Bilder, und das andere eine grafische Visualisierung, die das Ganze jetzt unter dem Aspekt tatsächlich der Vernetzung für uns auch interessant sozusagen darstellt. Sie sehen jetzt gleich auf der linken Seite des Bildes mit einzelnen farbigen Punkten einen jeweiligen Timecode. Jeder farbige Punkt steht für einen dieser 20 Befragten, die über ihren eigenen persönlichen Weg aus dem Umland in die Stadt und wieder raus erzählt haben. Und das ist dann eingetragen worden in dieses Kartennetz. Das Interessante ist aber jetzt auch bei der Visualisierung, man hat darauf verzichtet, einen Stadtplan tatsächlich jetzt drunter zu legen, sondern es ist erstmal nur eine dunkle Fläche. Der Raum der Stadt entsteht durch die Bewegung. Das heißt also, wir verfolgen diese Punkte mit weißen Linien und sehen bei im schnellen Vorlauf, im Zeitraffer ablaufenden 24 Stunden, über die die Menschen dann erzählt haben, das ist zusammengefasst in 5 Minuten, und da sehen wir rasend schnell sich diese Punkte da bewegen. Und allmählich entsteht das Netz dieser Stadt tatsächlich visualisiert aus den Wegen, die die damals zurückgelegt haben. Wir sehen das 3-mal und jedes Mal, das ist etwa so 30 Sekunden der einzelne Umlauf, und dann kommen wir etwas näher ran an die Innenstadt. Also es ist so in 3 Etappen, erstmal von ganz weit weg und so ein Zoom-Effekt. Beim 2. Mal sind wir schon näher an den Stadtraum und das 3. Mal sind wir ganz nah, sodass wir einzelne Straßen im Prinzip, wenn man den Grundriss der Stadt, der Innenstadt ganz gut kennt, auch wiedererkennt. Ich hoffe, Moment. Das müsste hier eigentlich starten, tut es aber nicht. Ja, genau. Wunderbar, jetzt läuft es schon, genau. Das ist die erste Phase, wo man so aus dem Umland quasi sieht, wie sich diese Punkte auf die Stadt zubewegen und sich allmählich jetzt so die Form des Innenstadtrings abzeichnet. Die laufen ganz schnell an der Seite dann diese Zeitphasen mit. Ich hoffe, Sie können es halt erkennen, das ist irgendwie jetzt ein bisschen undeutlich, weil es eben ein ganz dunkler Hintergrund ist. Wenn Sie mal ausmachen oder ganz, ja, das ist besser. Jetzt kommen wir schon ein bisschen näher ran. Ich kann so Straßenzüge erkennen. Und auch sehr interessant, manche Parallelwege. Das heißt, nicht alle haben sich dem Zug gleich so angeschlossen, dass sie auf der Hauptstraße mitgelaufen sind, auf dem Ring, sondern erstmal parallel auf Seitenstraßen, durch den Brühl zum Beispiel. Wie das Licht. Was man jetzt schon sehen kann, das ist natürlich eine zufällig ausgewählte Gruppe von nur 20. Wenn ich jetzt von Ihnen allen oder von denen, die damals dabei waren, wüsste, wo sie aufgebrochen sind, wann sie sich dem Zug angeschlossen haben und wann sie ihn wieder verlassen haben, käme noch ein viel spannenderes Bild raus, glaube ich. Uns haben schon diese 20 gezeigt, dass das sehr unterschiedliche Verläufe gab. Das hing natürlich dann auch mit dem zusammen, was die Menschen erzählt haben, dass sie eben ganz bewusst auf Nebenwegen sich der Angelegenheit genähert haben. Viele sagten, dass sie auch vermeiden wollten, gleich in die Kontrollen reinzulaufen, die vielleicht gezielt Leute auch abfangen sollten, die explizit gemacht hätten, dass sie daran teilnehmen wollen. Also unterschiedliche Erfahrungen mit dem Moment der Teilnahme sind jedenfalls deutlich geworden. Vielleicht können wir ja tatsächlich nachher noch ein bisschen auch darüber gemeinsam sprechen. Die leitenden Fragen für dieses Projekt waren nun: How could we experience or remember or reconsider pivotal historical acts in the same space 20 years later? Ich übersetze das gleich nochmal, wenn Sie das jetzt nicht so direkt verfolgen können. And could we shift the attention of the listener Walker into reconsidering these urban spaces as sites of resistance? Also zusammengefasst, wie können wir heute erfahren, erinnern, wieder durchdenken diese entscheidenden historischen Momente am gleichen Ort, aber 20 Jahre später? Und wie können wir die Aufmerksamkeit
wenn wir selbst jetzt, das war der zweite Teil dieses Projekts, bei dem Rundgang durch den gleichen Raum das aktuelle Geschehen heute vor Augen, aber die Vergangenheit gewissermaßen im Ohr, diese Erfahrungen irgendwie zusammenbringen. Ne? Denn die Gespräche wurden ja aufgezeichnet, das hatte man als Audiomaterial und daraus wurde dann für den Rundgang das Material so zusammengestellt, dass man in einer Gruppe, aber jeder mit einem eigenen Kopfhörer, dann anhören konnte, Teile aus diesen Interviews hören konnte, zum Teil auch O-Töne aus der Zeit. Jetzt muss ich hier wieder irgendwie raus. Ja, ja. Genau, das sind jetzt noch Bilder von 2010. Wir haben das ja damals bei dem Festival Play Leipzig zum ersten Mal gemacht und hatten jetzt bei einer Gelegenheit, die Künstler wieder einladen zu können, 2015 in diesem Sommer bei dem Festival B-Tours Leipzig, Bewegung im Stadtraum, die gebeten, das nochmal zu machen. Also diese Installation ein bisschen bearbeitet nochmal zu zeigen. Hier sehen Sie, das war dann Teil der Route, jetzt kommend vom auf dem Ring entlang noch stehen Reste von der damaligen Brühlbebauung, wo ja jetzt eine neue Shopping Mall entstanden ist. Jetzt The Monday Walks 5 Jahre später mit einer erweiterten Tonspur. Also die Tonqualität der Interviews war nicht so doll. Die Studenten hatten auch am Anfang nicht so viel Gespür, dass man auch mit dem Raumklang aufpassen muss und so weiter. Die waren zum Teil nicht ganz so gut verständlich. Es wurde ein bisschen aufbereitet, an den Interviews selbst wurde nichts geändert und es wurde aber eine neue Einleitung gemacht, die auch auf den aktuellen Zeitkontext nochmal Bezug nimmt. Jetzt würde ich Ihnen parallel zu den Bildern, die ich Ihnen gleich zeige, von dem Rundgang jetzt in diesem Jahr, einfach nochmal ein bisschen den Anfang laufen lassen von der Tonspur. Alle hier zusammengekommen. Wir sind gelaufen, geradelt, gefahren oder mit dem öffentlichen Verkehr hierher gekommen, um diesen Moment zu teilen. Sie haben ihre Wohnungen abgeschlossen, ihre Stifte niedergelegt, ihren Rechner ausgeschaltet, haben eine Betreuung für ihre Kinder organisiert und sich Zeit für uns genommen. Danke, dass Sie diese Reise gemacht haben und kleine persönliche Opfer gebracht haben, um hier zu sein. Lassen Sie uns kurz einen Blick in die Runde werfen und überlegen, was wir alle getan haben, um hier an diesem gemeinsamen Spaziergang teilzunehmen. Das war die Einleitung für die Teilnehmer jetzt in diesem Sommer. Also Sie merken schon, es geht um den gleichen Aspekt, den wir damals von den Zeitzeugen kennengelernt haben, diese Frage nach dem individuellen Weg. Das wurde hier auch aktualisiert, sozusagen als Hinführung zu dem Thema. Ich springe jetzt mal ein bisschen zu dem Punkt, wo man sich dann schon in Bewegung gesetzt hat. War auf den Menschen bezogen, das war auf den Alltag bezogen, das war auf unser Dasein bezogen. Das hat unheimlich viele Leute angesteckt. Im Anschluss an das Friedensgebet, was würde nun sein? Ja? Unglaublich, das ist unverhältnismäßig viel mehr als sonst. Ja? Also wenn sonst, was weiß ich, 4.000 oder 6.000 waren, da waren das vielleicht 50.000 oder 60.000. Der Nikolaitor, so voller Leute, das brummte, der August, also der damalige, wie hieß denn der Platz? Der heutige Augustusplatz, der Karl-Marx-Platz. Also glauben Sie jetzt, fehlen einem schon die Namen. Also, doch massenhaft Leute, jedenfalls drängte alles auf, wieder auf den Ring und die Sprechchöre, die, also ich hab so spontan meine Duisburg rausgeholt und wollte mitschreiben, es gelang mir aber gar nicht, weil ich selber sonstige Eindrücke hatte. Unglaubliche innere Bewegung. Stellen Sie sich vor, heute wäre ein Montag wie vor 26 Jahren und es wäre kalt und dunkel
würde nieseln und dieser Platz wäre voller Leute. Um zu versuchen, uns vorzustellen, wie es damals war, lassen Sie uns einen anderen Blickwinkel einnehmen und zu den Treppen der Oper gehen. Da haben wir einen besseren Überblick und können uns versammeln. Spannung ist da. Diesmal nicht das Volk gegen Volkspolizei, sondern Bürger gegen Bürger und Tausende von Polizisten in der Mitte. Sie haben es gemerkt, die Aktualisierung bestand natürlich auch darin, jetzt Stellung zu nehmen, was inzwischen auf diesem Ring passiert ist und wie sich seit 2010 auch dieser Ort wiederum verändert hat, einfach durch die symbolische Überschreibung mit dem, was dort eben auch wieder an Demonstrationen, in dem Fall eben Pegida, oder Legida dort passiert ist. Die Gegendemonstrationen genauso, die Aufmärsche sozusagen von Bürgern gegen Bürger, tausende Polizisten dazwischen, bilden da sozusagen eine Brücke in die Erfahrung der Menschen, die in diesem Sommer jetzt diesen Rundgang 5 Jahre später nochmal gemacht haben. Ich habe leider ein bisschen überzogen und werde jetzt einfach damit schließen. Ich hoffe, ich habe Ihnen in diese Praktiken zumindest anhand dieser kurzen beiden Beispiele einen Eindruck geben können. Ich hoffe, dass Sie damit auch anknüpfen können an das, was Sie selbst in der Stadt alltäglich erleben. Beide Rundgänge sind sozusagen verfügbar, nicht? Also das eine ist über die Website des Deutschlandradios Kultur noch unter dem Stichwort Radioortung greifbar. Das andere haben wir im Tanzarchiv sozusagen. Wer möchte, kann diesen Rundgang mit einem MP3-Player auch gerne nochmal machen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.